Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sanitäter Fresh Up. Dieses Mal mit dem Thema Atmung, Pathophysiologie. Ganz genau. Das heißt, wir gucken uns all die Dinge an, die an der Atmung so schief gehen können. Ja, ja. Ist dir aufgefallen, ich habe dieses Mal Atmung gesagt und nicht Lunge. Ja, ich bin auch deutlich weniger irritiert. Ich habe auch nur 3 Anläufe gebraucht, gedanklich. Womit wollen wir anfangen? Was hältst du vom Husten? Ja. Husten finde ich gut. Ja. Wohllos geschehen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Vor dieser Aufzeichnung hat Nils noch versucht, Kekse zu essen und im Rahmen dieses Versuchs scheint ein Stückchen Keks in die Atemwege gelangt zu sein und zack, haben wir das Bolusgeschehen, also irgendeine Form von Fremdkörper, der in die Atemwege gerät, irgendwo zwischen oben in den Atemwegen und tief unten in den Atemwegen und hat zur Folge Atemnot und, wie ihr es an Nils gerade gemerkt habt, Husten, eventuell auch Würgen. Das mache ich jetzt nicht vor. Mitunter kann das dann sogar so weit gehen, dass es bis zum Erbrechen kommt, zur Zyanose, also zur Blaufärbung der Haut, eben aufgrund des Sauerstoffmangels. Es kann zu Nebengeräuschen kommen, also normalerweise haben wir ja unsere Atemwege so, wie die Natur sie vorsieht. Das heißt, die Luft kann da sehr gut entlang strömen und immer dann, wenn irgendwie an dieser Strömung was verändert wird, kommt es zu Geräuschen, zu Nebengeräuschen. Das heißt, wenn jetzt irgendein Fremdkörper in den Atemwegen hängt, macht sich das auch entsprechend mit Geräuschen bemerkbar. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten dann der Sauerstoffmangel ist, geht es bis hin zur Bewusstlosigkeit oder zur Reanimationspflicht, sprich zum Kreislaufstillstand. Ja, ja. Und damit es möglichst nicht so weit kommt, weil, also, naja, man soll ja Situationen herstellen, mit denen man, die man kennt, ja, und in denen man ein geordnetes Verfahren hat, können wir aber tatsächlich neben unseren üblichen Basismaßen noch ein paar Sachen tun. Gerade in diesem Fall können wir erstaunlich viel tun, wie ich finde. Ja? Lebensgefährlicher Notfall mitunter, der sich manchmal durch Rückenschläge, ihr kennt es vielleicht so aus dem Erste-Hilfe-Kurs, ja? Man soll so von hinten den Rücken hochschlagen, so ein bisschen. Wenn ihr Säuglinge oder ja noch sehr, sehr kleine Kinder habt, die das haben und jetzt was verschluckt haben, das passiert denen ja durchaus öfter vielleicht als Erwachsenen, kann man die so auf den Unterarm legen, ja? Bäuchlings und so vorsichtig. Ich glaube, ich kann das Klopfer. Hier sogar einmal ganz kurz demonstrieren. Ja, mach mal. Wir fragen uns immer, warum sitzt der Lars eigentlich hier, dass es jetzt die Gelegenheit ist zu demonstrieren. Also man kann die Säuglinge quasi auf einen Arm nehmen und so ein bisschen Kopf tief halten und dann eben diese rhythmischen Schläge machen und nach Möglichkeit auch so abpassen, dass man das eben genau in den Moment des Hustens, des Ausatmens nimmt. Analog gilt natürlich das gleiche Prinzip nicht nur für Säuglinge, sondern auch für erwachsene Menschen. Also der Versuch, den wir unternehmen, ist halt, das, was da in den Atemwegen feststeckt, wieder nach oben rauszubringen. Dementsprechend vornüberbeugen hat den Vorteil, die Schwerkraft hilft uns mit. Ihr habt es in der Liste eben auch gesehen. Eine der Maßnahmen ist dieses Hustenunterstützung. Das heißt natürlich nicht, dass wir ganz empathisch mit den Menschen mithusten, sondern das bedeutet, dass wir versuchen, die Menschen in dieser Panikreaktion, die dann ja auch entsteht, so ein bisschen anzuleiten und zu sagen, sie sollen möglichst tief Luft holen und konzentrierte so Hustenstöße machen, die wir dann mit unseren unterstützenden, zielgerichteten Schlägen abstimmen, dass eben so gut es geht, dieser eine Impuls kommt, der den Fremdkörper lösen und wieder nach oben rausbringen soll. Ja, genau. Ja, was als Eskalationsstufe noch auch existiert, aber das wirklich nur beim Erwachsenen. Also das ist bei Kindern und Säuglingen nicht indiziert, kontraindiziert, sagt man so schön, also verboten eigentlich. Ja? Es gibt auch dieses Heimlich-Manöver. Ja? Genau. Das benannt oder das erfunden von einem kanadischen Arzt. Namens Heimlich. Namens Heimlich, genau, ist nach ihm benannt. Hat nichts damit zu tun, dass man sich heimlich hinter ihn stellt, aber ihr kennt auch das aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Man stellt sich hinter denjenigen, der was verschluckt hat, macht eine Faust, zieht die mit dem anderen Arm richtig in den Oberbauch hinein, ja, und drückt dann quasi einmal ruckartig von unten nach oben gegen das Zwerchfell, ja, und schiebt das eigentlich so mit dem Zwerchfell hoch, ja, in der Hoffnung, dass dabei was rauskommt. Auch hier wieder das gleiche Prinzip, der Versuch eben diesen Fremdkörper zu lösen und diesen Ausstrom nach oben, diesen Impuls zu schaffen.
Genau. Wenn wir das machen und damit auch, wenn wir Erfolg haben, ist die Sache nicht gegessen. Also jemand, der ein Heimlichmanöver erlebt hat, muss danach einmal im Krankenhaus vorgestellt werden, weil wir eben das, also man kann sich das vorstellen, das ist eine relativ gewalttätige Angelegenheit. Da kann viel kaputt gehen, gerade auch im Oberbauch. Das muss man einmal sich im Anschluss schon abklären lassen, dass da sozusagen jetzt nicht aus Versehen Milz oder Leber gerissen ist oder so. Das wäre dramatisch. Ja? Und wenn wir es nicht loswerden, müssen wir sowieso ins Krankenhaus. Wusstest du übrigens, dass der Arzt, dieser kanadische Heimlicharzt, das Zeit seines ärztlichen Lebens nie angewandt hat? Er hat es nur ein einziges Mal angewendet. Genau, aber nicht Zeit seines ärztlichen Lebens. Nicht, während er als praktizierender Arzt unterwegs ist. Ich finde das eine ganz faszinierende Anekdote. Erfunden, aber nie benutzt. Bis er im Altersheim war. Ja? Und im Altersheim ist das dann einer Mitbewohnerin, ich glaube, so, das ist der richtige Terminus. Beim Essen. Einer Bewohnerin des Altersheims beim Essen, er hat aspiriert, hat ein Bonusgeschehen entwickelt. Und das war tatsächlich das erste Mal in seinem Leben, dass er dieses Manöver, was nach ihm benannt ist und was er erfunden hat, eingesetzt hat. Und er hat es auch erfolgreich eingesetzt. Legend has it, dass die Frau das überlebt hat. Kleine Anekdote aus dem Rahmen des Bonusgeschehens. Genau, ansonsten Rettungsdienst, Atemnot ist ja als solches schon so ein Stichwort, wo auch der Notarzt immer gleich mit alarmiert wird, das heißt Rettungswagen und NEF werden zu sowas in der Regel alarmiert, ist auch dringend nötig, denn wenn alle Maßnahmen scheitern, dieses Bonusgeschehen rückgängig zu machen, sind wir sehr schnell bei Bewusstlosigkeit, Reanimationspflicht und tatsächlich gerade der Notarzt hat halt noch mehr Möglichkeiten des Atemwegsmanagements und hat halt die Möglichkeiten, auch Atemwege vorbei am Fremdkörper zu schaffen. Ja. Von daher da auch, je früher man den Rettungsdienst alarmiert, desto früher ist der Rettungsdienst auch da, um zu unterstützen. Genau. Ja. Bonusgeschehen. Erstes Leben gerettet. Ja, machen wir gleich nahtlos weiter. Wunderbar, so mag ich das. Ja. Und da greifen wir jetzt so ein bisschen auf das zurück, noch intensiver als gerade, was wir in der letzten Folge besprochen haben, mit Blick auf die Anatomie der Atmung und die Anatomie der Lunge. Ja? Und zwar der Pneumothorax. Ja, wir haben ja letztes Mal besprochen, ihr erinnert euch, wenn ihr dabei wart und sonst schaut es euch nochmal an, war super. Den Aufbau von Lunge, Lungenfell, Pleuraspalt, Rippenfell, Rippen, so von innen nach außen. Genau, wir hatten da ja diese Flüssigkeit erwähnt, die so ein bisschen Klebe und Gleitmittel gleichzeitig ist. Und beim Pneumothorax sind wir halt an dem Punkt, wo genau diese Harmonie gestört wird. Es kommt Luft dazwischen und das ist dann wie mit diesen zwei Glasscheiben, die mit der Flüssigkeit haften. Wenn da Luft dazwischen kommt, macht es und das Ganze fliegt auseinander. Und wir hatten es ja auch gesagt, die Lunge hat als einziges, was sie tatsächlich selber tut, die Tendenz, sich zusammenzuziehen. In dem Moment, wo eben diese Haftung weg ist, fällt im Prinzip der Lungenflügel zusammen. Nichts anderes ist der Pneumothorax und ihr könnt es euch sicherlich denken, wenn auf einmal ein Lungenflügel ausfällt oder in Teilen ausfällt, hat man Atemnot und Schmerzen. Ja, überraschend. Ja. Ja. Was bringen die noch mit? Meistens passiert das, also eine der häufigsten Ursachen ist eben ein entsprechendes Trauma. Ja? Genau. Verkehrsunfall, also auch stumpfe Traumata, wo da draufgeschlagen wurde, Lenkrad irgendwo hinbekommen oder so. Natürlich auch spitze Traumata, also irgendwas sticht richtig von außen in meinen Thorax rein. Das ist üblich, muss nicht sein. Ne? Nee. Also gerade so junge Männer, ne? Sportliche junge Männer. Jung, also, groß, schlank ist so die klassische. Du und ich eher nicht, aber alle anderen können das auch mal so spontan entwickeln. Ja? Aber eben oft haben wir eben ein entsprechendes Trauma, das lässt schon mal darauf deuten. Wenn wir da drauf hören tatsächlich, also wenn wir unser Stethoskop in die Hand nehmen und mal uns den Spaß machen, die Lunge abzuhören, dann werden wir feststellen, auf der einen Seite hören wir entweder gar nichts, das ist schon krass auffällig, ja? Oder wir hören es deutlich geringer als auf der anderen Seite. Ja? Ist ja auch logisch, da ist ja im Prinzip nichts mehr, was atmet. Genau, ja? Wenn da keine Lunge ist, die sich bewegt, bewegt sich auch keine Luft in dieser Lunge, ja? Und entsprechend kann ich auch keine Luftbewegung hören. Und wenn das dann richtig relevant wird, dann haben wir natürlich, dass wir eine Zyanose zunehmen sehen. Ne? Das heißt, läuft blau an, Lippen, ne? Augenlider, Mund von innen läuft blau an, weil eben dieser Sauerstoffaustausch nicht mehr ausreichend stattfindet. Und es kann im schlimmsten Fall auch zu Schocksymptomen kommen, also Kaltschweißigkeit, verlängerte Rekapillarisierungszeit und was so dazu gehört. Das passiert meistens in der Sonderform des Pneumothorax. Ja, also Pneumothorax haben wir jetzt allgemein definiert. Genau, ist schon ungünstig genug und jetzt gibt es tatsächlich noch Steigerungsformen, wo es noch ungünstiger wird.
Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn sich so ein Ventilmechanismus, nennt sich das, entwickelt, dass ich eben mit jedem Atmen oder mit jedem Atemzug, den ich tätige, sorge ich dafür, dass in diesen Spalt immer mehr Luft reingelangt. Das heißt nicht nur, dass einfach nur Luft da ist und mein Lungenflügel kollabiert, sondern dass sich eben in dem Spalt, der sich gebildet hat, mehr und mehr und mehr und mehr Luft ansammelt, die dazu führt, dass es eben zu Druck kommt. Das heißt, die Luft, die sich da ansammelt, drückt irgendwann auch das, was noch gesund ist und funktioniert, ab oder weg oder zur Seite. Und wenn wir uns das bei unserer hübschen Kollegin hier oder also dem hübschen Oberkörper, den wir mit dabei haben, einmal kurz anschauen, wo das hinrückt. Ich muss einmal kurz die Front hier entfernen. Ihr werdet mir das nachsehen. Ja. Und wir also quasi annehmen, dass das jetzt, was weiß ich, die rechte Lunge ist, die kollabiert. Ja, dann nehme ich die einfach mal raus, der Einfachheit halber. Die ist jetzt quasi vollständig zusammengefallen. Und hier bildet sich der von Nico gerade angesprochene Überdruck aus. Ja, dann drückt das hier drauf. Ja, das drückt dann hier also auf die verbliebene Lungenhälfte. Das ist schon mal blöd. Ja, dann kann ich schon mal schlechter einatmen. Das drückt aufs Herz, das ist blöd, weil das kann sich nicht mehr so richtig super entspannen. Und ihr erinnert euch vielleicht an unsere erste Runde Anatomie, Herz-Kreislauf-System. Wir haben hier Venen, ja, und die führen das Blut zurück zum Herzen. Die sind relativ, haben einen relativ niedrigen Innendruck, ja, und das führt dazu, dass diese Venen zusammengedrückt werden. Ja, und wenn wir jetzt logisch denken, es kommt kein Blut zurück zum Herzen, dann kann auch kein Blut wieder weg. Ja, und dann haben wir also effektiv im Worst-Case-Szenario sogar wieder einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Ja, also kann tatsächlich richtig übel ausgehen. Deshalb auch hier natürlich, wie so oft, für uns natürlich schwierig, ursächlich zu behandeln. Das heißt, die Maßnahmen, die wir ergreifen können, sind relativ eingeschränkt. Mhm. Wir können versuchen, den Leuten das Atmen, soweit es geht, zu erleichtern. Oberkörperhochlage ist auch hilfreich. Wenn wir haben, können wir Sauerstoff geben, kann man sich ja vorstellen. Ne? Ja. Der andere Lungenflügel funktioniert ja noch einigermaßen. Und solange wie der funktioniert, sollten wir halt zusehen, dass da so viel Sauerstoff wie möglich auch ankommt. Und wir brauchen den Rettungsdienst, weil tatsächlich der Rettungsdienst schon Maßnahmen ergreifen kann, die dieses Problem lösen. Deshalb auch hier wichtig, den Rettungsdienst zu rufen. Und vielleicht noch so eine Randbemerkung, da werden wir sicherlich, wenn wir über Trauma sprechen, nochmal drauf zu sprechen kommen. Sollten wir bewusstlose Patienten haben, die wir in die stabile Seitenlage drehen, ist es immer vorteilhaft, sie auf die betroffene Seite zu drehen, dass eben die gesunde Seite oben liegt und sich noch frei zum Atmen entfalten kann, sofern die Patienten noch atmen. Sollte einem ein Patient mit dem Verdacht auf Pneumothorax bewusstlos werden, sollte man sehr, sehr engmaschig auch kontrollieren, ob er noch atmet, wenn man ihn in die stabile Seitenlage gedreht hat, weil hier eben relativ schnell die Gefahr besteht, dass eben der Kreislaufstillstand entsteht und auch die Atmung aufhört. Also da muss man echt aufpassen, dass es ein akut lebensbedrohlicher Zustand ist. Tatsächlich auch gerade bei Traumapatienten mit einer der häufigsten Ursachen, warum Menschen an Trauma versterben. Ja. Aber zu Trauma kommen wir ja noch. Zu Trauma kommen wir noch. Noch sind wir bei der Lunge. Oh Gott, das wird aufwendig und grausam und schrecklich. Ja, bleiben wir vielleicht bei der Lunge. Man kann noch, also wir können noch ausreichend sterben mit der Lunge, glaube ich. Das wird noch spannend genug. Sterben vielleicht jetzt erstmal noch nicht, jedenfalls nicht notwendigerweise. So, im schlimmsten Fall geht es immer. Ne? Aber fangen wir ein bisschen einfacher an. Und zwar nehmen wir mal Asthma und COPD mit. Sind jetzt an sich nicht die gleiche Krankheit. Ne? Das müssen wir ganz klar sagen. Nee, sind schon zwei verschiedene. Also, genau. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sie, man nennt das obstruktiv sind. Also, dass es Erkrankungen sind, die dazu führen, dass eben das Atmen schwierig wird. Insbesondere das Ausatmen ist da tatsächlich das Problem. Und beide haben den Vorteil, dass die Patienten, die sich damit vorstellen, in der Regel wissen, dass sie es haben. Also der Asthmatiker und auch der Patient mit COPD, also chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, P wie Lunge oder im Englischen Pulmo oder Pulmonary, deswegen wird es auch manchmal COLD genannt, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die wissen in der Regel, dass sie das haben und fallen damit im Prinzip auch also mit der Tür ins Haus und sagen, ich habe Asthma, ich habe einen Asthmaanfall oder ich habe hier diese COPD und ich merke gerade, ich hab so einen Anfall. Ja. Genau. Also sagen ist immer, also fallen damit ins Haus und sagen das, also sagen ist immer so ein bisschen schwierig in dem Moment, weil
Womit kommen die natürlich? Die kommen mit massiver Atemnot. Ja? Die haben Nebengeräusche, das hört man ganz oft so von außen, so ein massives Pfeifen. Ja? Und sind dann entsprechend doch ein bisschen kurz angebunden in der Anamneseerhebung. Also so. Man kann durchaus auch fragen, haben Sie Asthma und gucken, ob die Leute nicken oder mit dem Kopf schütteln. Genau. Haben Sie COPD? Das sind so die Dinge, nach denen man ganz gezielt fragen kann. Genau, aber erstmal spannend fragen, wenn wir schon dabei sind, immer, ob das einen allergischen Auslöser hat. Ja, vor dem ganz einfachen Hintergrund, und dann greifen wir jetzt einfach die Maßnahmen schon mal vor, wenn das einen allergischen Auslöser hat, dann versuchen wir natürlich, das Allergen zu entfernen. Ne? Also reagiert allergisch auf irgendeine Pflanze, den Menschen weg von der Pflanze schaffen oder die Pflanze weg vom Menschen, das ist das klassische Berg- und Prophet-Thema. Ja. Ne? Ich meine, klassisch aus unserem Bereich ist ja sowas wie Grüne Woche oder auf der Messe halt, ja, Leute, ja, mit Tierhaarallergie in der Tierhalle, die sollte man dann einfach aus der Tierhalle rausholen, wenn sie schlecht Luft kriegen. Genau, wir können selten die Tiere evakuieren, wobei das technisch theoretisch auch eine Möglichkeit wäre, wenn man dann noch durchlüftet. Genau. Was haben die ansonsten noch? Du hast es schon gesagt, die haben Schwierigkeiten vor allem beim Ausatmen. Die zeigen natürlich auch, wenn die dann nicht mehr richtig gut Luft bekommen, eine Zyanose oder eine Blässe. Ja? Was man bei denen auch ganz deutlich sieht, finde ich immer sehr eindrücklich, ist diese, man nennt das vermehrte Atemarbeit. Ja? Ja. Das heißt, was machen die? Die nutzen die sogenannte Atemhilfsmuskulatur. Das ist dieser klassische Kutschbock. Ja? Stützen sich irgendwo auf. Wenn man die Oberkörper frei sehen würde, zum Beispiel, sieht man gerne so Einziehungen. Das heißt, entweder hier zwischen den quasi zulaufenden Schlüsselbeinen oder zwischen den Rippen zieht sich richtig die Haut so rein. Warum? Weil ich versuche, schnell einzuatmen und schnell wieder auszuatmen und gleichzeitig hier meine gesamte Hilfsmuskulatur mitnutze. Ja? Was können wir da tun? Wir können eigentlich das tun, was wir immer tun können, wenn wir Luft tun haben. Wir können erstmal den Oberkörper hochlagern. Ja, das Flachlagern ist da jetzt irgendwie. Genau. Ansonsten blöd, auch immer wieder gerne genommen Atemwege, so gut es geht, freimachen. Also Leute, die irgendwie beengte Kleidung anhaben oder ähnliches, Kleidung öffnen, alles so frei wie möglich machen in kleineren Räumen oder in Enge. Versuchen, die Fenster zu öffnen, um einfach auch so ein bisschen den Luftstrom zu verbessern. Also eine optimale Umgebungssituation schaffen. Ja. Als so erste Maßnahme. Auch hier, ich weise, glaube ich, jetzt schon standardmäßig immer darauf hin, ne, je früher wir den Rettungsdienst rufen, desto früher ist er auch da. Sprich, bei Atemnot Rettungsdienst rufen. Wenn wir es haben, Sauerstoffgabe sicherlich auch. Und da steht Lippenbremse. Genau, also es gibt einfache Maßnahmen, die man ergreifen kann, um tatsächlich auch ursächlich am Problem zu arbeiten. Wir hatten es ja schon so ein bisschen erwähnt, bei Asthma und COPD, das sind zwar unterschiedliche Erkrankungen, aber sie haben halt dieses Problem in der Ausatmung und gerade im Bereich der COPD auch das Problem, dass halt die Lungenbläschen so ein Stück weit kollabieren, dass die Muskulatur verkrampft, und diese Lippenbremse ist nichts anderes als einen Druck in der Lunge aufrechtzuerhalten. Also normalerweise, wir hatten das ja in der Anatomie, Physiologie besprochen, ne? Wenn ich ausatme, entspannt sich alles und es fällt so weit zusammen, wie es halt entsprechend den Möglichkeiten geht. Wenn man jetzt eine Lippenbremse macht, also die Menschen gegen Widerstand ausatmen lässt, also wird immer gern genommen mit dem Finger von Lippen, mit so richtig schön aufgepusteten Lippen, wenn man das macht. Du musst mitmachen, das ist ein Wettbewerb. Ich kann das viel besser als du. Ja. Das ist der Grund. Toll. Das, ganz, oder? Wir machen das uns war hier ein Highlight der, Wahnsinn, der Online-Unterhaltung. Ja. Führt auf jeden Fall dazu, dass eben auch beim Ausatmen ein gewisser Druck in der Lunge bleibt und die Alveolen eben nicht die Möglichkeit haben zu kollabieren und man halt durch diesen Druck von innen auch dafür sorgt, dass verkrampfte Muskulatur oder ähnliches eben nicht die Atemwege abschnürt. Deshalb ist Lippenbremse eine sehr gute Maßnahme, die man einfach und schnell und ohne Hilfsmittel ergreifen kann, die tatsächlich hilfreich ist. Oftmals, wie gesagt, die Patienten mit Asthma und COPD, die sind ja, die sind bekannt, also die kennen diese Krankheit auch bei sich, und meistens ist es auch hier so, dass sie zum einen vom Arzt Bedarfsmedikamente gestellt bekommen haben. Das heißt, oftmals haben die ein Spray dabei, das sie in solchen Situationen nehmen sollen. Und die haben meistens auch Instruktionen, eben solche Atemtechniken anzuwenden. Also die Lippenbremse, das kann man halt mal mit Zeigefinger machen. Das geht auch ohne. Da sind die in der Regel auch instruiert. Jetzt ist es natürlich so, wenn man einen Asthmaanfall oder einen COPD-Anfall hat, dann gerät man durchaus auch in Panik. Man kriegt keine Luft. Das ist eine beklemmende, schwierige Situation.
Das heißt, da sind die Leute mitunter darauf angewiesen, dass man nochmal aktiv nachfragt, haben Sie denn ein Spray, haben Sie Ihr Spray schon genommen, soll ich Ihnen vielleicht dabei helfen, das Spray zu nehmen oder die Leute anzuleiten, eben diese Lippenbremse zu machen, weil man in der Panik durchaus Dinge vergisst. Also jeder, der schon mal irgendwie in einer Prüfung stand und völlig unter Druck war, dem ist es vielleicht schon mal passiert, dass man Dinge, die man eigentlich weiß, plötzlich nicht mehr in den Kopf gekriegt hat, weil sie weg waren. Noch nie gehabt. Nein, nie gehabt. Nein, du natürlich nicht. Nein. 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 Genau. Also so viel zum Thema Asthma, COPD als tatsächlich Erkrankungen, die auch gar nicht selten sind. Auch COPD ist ja tatsächlich eher am Ansteigen, von daher relevant. Ja. Schauen wir weiter. Was haben wir noch mit? Ja. Die Lungenarterienembolie. Wir hatten das ja, glaube ich, im Bereich Kreislauf auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Ja, stimmt, absolut. Gut, dass du darauf hinweist. Ich hätte es fast wieder vergessen. Ja, ja. Wir haben es schon angesprochen mit Blick auf die Venenthrombose, auf den akuten Venenverschluss gehabt. Ne? Wir haben gesagt, wenn wir uns da bewegen, dann kann es passieren, dass dieser Thrombus, der in irgendeiner Beinvene zum Beispiel festsetzt, anfängt sich zu bewegen, über die große Hohlvene Richtung Herz läuft und dann letzten Endes in den Lungenarterien stecken bleibt. Und das passiert bei solchen Menschen, die dann irgendwann zu uns kommen mit so einer Lungenarterienembolie, relativ oft vorher, ohne dass sie das bemerken. Die kommen dann zu uns, wenn wirklich eine große Arterie dicht ist. Ja? Und was bedeutet das effektiv? Naja, und jetzt kommen wir wieder auf die Physiologie zu sprechen. Wenn kein Blut durch den entsprechenden Teil der Lunge fließt, dann kann da auch kein Gasaustausch stattfinden. Das heißt, wir haben also einen entsprechenden Sauerstoffmangel. Exakt. Und genau das ist das, womit die uns zu uns kommen. Natürlich nicht, indem sie sagen, wir haben zu wenig Sauerstoff, ich habe zu wenig Sauerstoff in meinem Blut, ja? Sondern indem sie sagen, ich kriege keine Luft, ich habe Atemnot. Mitunter haben die noch so ein bisschen so einen undefinierbaren Schmerz im Thorax, also das tut hier irgendwo weh, aber es gibt keine wirkliche Wunde dazu, gibt kein adäquates Trauma dazu. Ja? Und was erstaunlich häufig vorkommt, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, ich weiß nicht, ob du die im Kopf hast, aber was erstaunlich häufig vorkommt, ist, die haben trockenen Reizhusten. Ja? Also die sitzen vor euch und sagen, ich habe jetzt vor ein paar Minuten angefangen zu husten, wenn ihr genauer nachfragt, ist das relativ neu aufgetreten. Die haben aber keinen Infekt, ja? Also die haben jetzt nicht irgendein Virus sich eingefangen, die haben auch keine belegten Rachenraum oder so, also das ist nicht irgendwie, dass die sich jetzt einen bakteriellen Infekt oder einen viralen Infekt geholt haben. Und trotzdem husten die. Das ist eben ein Reflex auf diese Veränderung der Lunge. Genau. Also ich meine, in der Anamnese ist halt so dieser klassische Verlauf, wie wir ihn schon bei der Beinvenenthrombose angesprochen haben, meistens irgendwie eine Form von Reise oder länger halt still gesessen oder ähnliches. Passiert auch tatsächlich bei längeren Krankenhausaufenthalten oder ähnlichem. Und die beschreiben dann, ja, erst war mein Bein geschwollen, hat so ein bisschen wehgetan. Und dann auf einmal habe ich angefangen, keine Luft mehr zu kriegen. Ja. Da sollten eigentlich bei dieser Abfolge von Symptomen sollten eigentlich alle Alarmglocken angehen, weil das richtig klassischer Hinweis auf die Lungenarterienembolie ist. Genau. Es gibt noch eine ganz unglückliche Kombination von Risikofaktoren, die kennst du bestimmt auch. Und zwar Frauen, meistens dann auch eher jüngere Frauen, die rauchen. Und gleichzeitig eine bestimmte Art der Pille nehmen. Also es gibt ja verschiedene Varianten der Pille und manche von denen haben eben ein erhöhtes Risiko, insbesondere wenn man das dann mit Rauchen kombiniert. Ja. Haben die ein deutlich erhöhtes Risiko für solche Venenverschlüsse und damit dann leider auch für die Lungenarterienembolie, muss man ehrlicherweise sagen. Genau. Was können wir machen? Naja, auch hier, ich komme mir langsam vor wie so eine Bandansage, ne? Je früher wir den Rettungsdienst alarmieren, desto früher ist er auch da. Ihr könnt es wirklich mal auf Band aufnehmen. Ja, ihr könnt es euch vorstellen, wenn da so ein Thrombus die Lungenarterie dicht macht, haben wir keine Möglichkeit, das ursächlich zu behandeln mit den Maßnahmen, die wir haben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Rettungsdienst und oder Krankenhaus dieses Problem im Kern lösen. Wir können nur versuchen, alles drumherum besser zu machen. Auch hier wieder, indem wir den Oberkörper hochlagern, das Atmen erleichtern, für die Menschen da sind und soweit verfügbar Sauerstoff geben. Auch hier die Teile der Lunge, die noch entsprechend durchblutet werden und am Gasaustausch teilnehmen sollten, aber auch sowas von alles an Sauerstoff kriegen, was nur geht, um eben die bestmögliche Versorgung unter den Umständen zu gewährleisten. Und auch hier wieder Reanimationsbereitschaft. Ja. Ist, ähm,
ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich, dass bei so einer richtig schlimmen Lungenarterienembolie das Ganze in einer Reanimationssituation gipfelt. Habe ich tatsächlich sogar schon erlebt, dass halt Menschen sagen, auch, ja, keine Luft, keine Luft, keine Luft und dann kippen sie um. Tatsächlich meine erste Reanimation jemals war bedingt durch so eine Lungenarterienembolie. Meistens versagt das rechte Herz als erstes, weil der Druck sich erhöht, dann kann das nicht so kurzfristig nicht mehr umgehen, muss viel mehr leisten und irgendwann sagt das halt, was soll ich jetzt noch tun? Ja, das Herz ist halt das nicht gewohnt, hat einen kleineren Kreislauf mit dem Lungenkreislauf und dann ist Schluss und dann stehen wir da und kämpfen ums Leben. Absolut. Also absolut, genau. Wörtlichen Sinne. Ansonsten, was auch da steht, Ruhigstellung. Warum jetzt Ruhigstellung? Wir haben ja schon so ein bisschen davon gesprochen. Auslösend ist oftmals so eine tiefe Beinvenenthrombose. Lungenarterienembolie ist schon schlimm, aber das heißt nicht, dass da nicht vielleicht noch mehr Thromben unterwegs sind oder sich lösen können. Das heißt, wir müssen es auch nicht unbedingt darauf ansetzen, den nächsten Thrombus loszuschicken oder auch die Situation zu verschlimmern. Das heißt, auch hier ist Ruhigstellung ideal, die Leute dann nicht mehr durch die Gegend laufen lassen. Ungeachtet dessen sorgt natürlich auch Ruhigstellung dafür, dass der Verbrauch bzw. der Bedarf des Körpers an Sauerstoff sinkt. Genau. Also wir versuchen an allen Stellen so ein bisschen runter zu regulieren, damit eben das bisschen, was im Körper noch funktioniert, so gut es geht, halt ausreicht. Ja, genau. Lungenarterienembolie, ganz, ganz krasse, muss man eigentlich schon sagen, Erkrankung. Ja. Gott sei Dank haben wir mit der oft nicht so oft. Das stimmt. Genau. Was haben wir noch im Angebot? Ein Lungenödem. Ich glaube, das hatten wir tatsächlich bei Herz-Kreislauf auch schon angesprochen. Ja, ja. Verrückt. Du warst ein bisschen voreilig. Das tut mir leid. Du musst dir mehr Zeit lassen. Du musst es genießen, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich ein Lungenödem genießen könnte, aber wir hatten ja so ein bisschen... in 60 Jahren nochmal. Naja, wir hatten ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass eben die gerade die Herzinsuffizienz dazu führen kann, dass sich Flüssigkeit staut. Wenn es in den Beinen passiert, hat man dicke Beine. Das ist jetzt noch nicht so dramatisch in der Akutsituation. Wenn sich es in der Lunge staut, kann das schon schwierig werden, weil sich dann nämlich auf den ganzen Lungenbläschen auf der Innenseite Wasser ansammelt. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen, eigentlich ist die Hautschicht von diesen Lungenbläschen eine Zellschicht dick, also die ist extrem dünn, weil eben das Gas da durch muss. Und wenn da jetzt noch irgendwie Flüssigkeit drüber ist, dann funktioniert natürlich der Gasaustausch nicht mehr gut. Das heißt, auch hier wieder das Problem, es kommt nicht genug Sauerstoff im Körper an, es geht nicht genug Kohlenstoffdioxid aus dem Körper raus, das ist quasi ein Problem im Gasaustausch. Und logisch, Symptome sind Atemnot mit Rasselgeräuschen. Warum Rasselgeräusche? Naja, beim Ein- und Ausatmen sprudelt die Luft im Prinzip die Flüssigkeit, die sich angesammelt hat, auf. Also wer schon mal einen Strohhalm ins Wasserglas gehalten hat und reingepustet, der kann sich in etwa vorstellen, woher beim Lungenödem Rasselgeräusche kommen. Und begleitend dazu natürlich dann geringere Belastbarkeit. Natürlich, weil eben nicht mehr genug Sauerstoff da ist, kann man auch nicht mehr die volle Leistung bringen. Zyanose aufgrund des Mangels. Wie schon angesprochen, oft verbunden mit Herzinsuffizienz, also Patienten, die sagen, ja, ich habe ein schwaches Herz, da passt dann halt so ein Rasseln beim Atmen wunderbar dazu, dass man sich denken kann, aha, jetzt haben wir hier noch das Lungenödem aus Gründen des Herzens und tatsächlich auch nach Gasintoxikation. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, dass aus anderen Gründen sich so ein Ödem bildet. Zum einen ist das gerne bei Verbrennungen beziehungsweise im Rahmen von eben solchen Gasvergiftungen, dass die Lunge eben auf diesen Reiz reagiert und entsprechend selbstständig anfängt, da Flüssigkeit auszusondern, was für so ein Ödem sorgen kann. Also das ist auch möglich, aber am häufigsten ist tatsächlich die kardiale, also die Ursache vom Herzen. Genau. Das andere betrifft eher so ein bisschen die Kolleginnen und Kollegen, die in der Feuerwehr sind. Rauchgas ist so das beliebteste. Und im Grunde ist das die Schwellung einer Entzündung. Wenn ich eine Entzündungsstelle habe, schwillt mir normalerweise die Stelle an, die entzündet ist. Wenn die Lunge sich halt kurzfristig entzündet, kommt da das Wasser in der Form. Was können wir tun? Es unterscheidet sich nicht wirklich von dem, was wir vorher schon tun konnten. Aber vielleicht magst du es ja sagen, ich nehme dir das jetzt mal ab, damit du nicht gehst und sagst, das ist langweilig. Wir brauchen hier auch einen Rettungsdienst. Zu uns kommt, wäre es schlimmer geworden, können wir da perspektivisch erstmal alleine. Was wir machen können, ist, wir können die Oberkörperhochlage erneut herstellen, versuchen auch hier Sauerstoffverbrauch zu reduzieren, indem wir den Menschen eben
sitzend oder liegend mit Oberkörper hochlagern, dass der eben nicht so viel Muskelanstrengung hat. Können hier Sauerstoff geben, damit die Teile der Lunge, die noch nicht überflutet sind, möglichst viel Sauerstoff ins Blut transportieren können. Ja? Und perspektivisch brauchen wir da ein Krankenhaus und das sich dann eben drum kümmern muss, dass dann auch Ursachen gerichtet, ne? Ist es jetzt die Herzinsuffizienz, die das auslöst? Ist es jetzt eine Intoxikation, die das auslöst? Woher kommt das genau? Da können die sich dann drum kümmern. Für die ist das dann auch relevant. Deswegen vielleicht als letzte Maßnahme, wir können das anamnestisch erheben und protokollieren und mitbringen. Ja? Genau. Und nehmen damit effektiv den Krankenhaus schon mal ein bisschen diagnostische Arbeit ab, wenn wir schon sagen können. Ja. Wir vermuten, dass es da und daher kommt. Es ist immer gut, wenn man eine solide Vermutung hat, aus genau. der man dann einen schönen Fahrplan der weiteren Maßnahmen entwickelt. Genau. Das ist das Lungenödem. Auch schon ein bisschen vorgegriffen gehabt, aber nichts ganz Neues. Ganz neu vielleicht ist das hier. Das hat auch tatsächlich überhaupt nichts so richtig mit dem Kreislauf zu tun. Im ersten Schritt. Wäre sonst viel zu einfach. Die Hyperventilation. Was ist die Hyperventilation? Naja, der Name sagt es fast schon. Das sind Leute, zu uns, die haben eine Atemnot und die atmen dabei aber sehr, sehr schnell. Richtig. Das ist das Symptom, mit dem die zu uns kommen. Ja? Ich kriege keine Luft. So, ja, in diesem Stil. Was passiert da? Ja, letzten Endes ein viel, viel, viel zu schneller Gasaustausch, der dann tatsächlich irgendwann anfängt, auch den Säurebasenhaushalt des Körpers durcheinander zu bringen. Womit wir wieder beim Kreislauf wären. Ihr erinnert euch die Funktionen des Herzkreislaufs. Ja, genau. Wer aufgepasst hat, der weiß das. Wir haben als Leitsymptom natürlich die Atemnot oder zumindest die subjektiv wahrgenommene Atemnot, in der Regel ohne, dass es einen objektiven Grund dafür gibt. Also die schnelle Atmung ist durch kein körperliches Problem verursacht, sondern in der Regel ist diese Hyperventilation ein psychologisches Problem. Zusätzlich dazu kann es durchaus noch zu Blässe kommen, zu Kribbeln in den Fingern und Pfötchenstellung. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was ich eben meinte mit dem Säurebasenhaushalt, der sich verschiebt durch diese schnelle Atmung. Diese Verschiebung hat auch Auswirkungen auf unsere Muskulatur, die sich dann in dieser Pfötchenstellung, also so sich zusammenziehende, verkrampfende Finger, die sich nach innen drehen. Also ungefähr so sieht das tatsächlich im schlimmsten Falle aus, wie ich dir gerade demonstriere. Die gleiche Bewegung, das kann ich jetzt leider nur ein bisschen schwer nachmachen, passiert sogar an den Füßen. Also es ist ein ganz charakteristisches Bild. Wenn man das mal gesehen hat, erkennt man es sofort. Natürlich hinzu kommen Schwindel, Panik, Angst. Und wir haben, wie eben schon angemerkt, das ist oftmals so ein psychisches Problem, eine belastende Situation als Auslöser. Genau. Ja. Das ist quasi dann auch schon das Problem. Ja, es ist aber ein echtes Problem. Ja? Also absolut, das ist keine, wo man sagt, naja, stell dich nicht so an. Ja? Sondern das ist tatsächlich ein Problem mit ein notfallmedizinisches Problem auch. Das kann so schlimm sein, dass wir damit alleine auch gar nicht zurande kommen. Ja? Aber wir müssen es auf jeden Fall mal probieren. Und das Wichtigste, es ist zwar eigentlich eine Basismaßnahme und eigentlich erwähnen wir Basismaßnahmen hier nicht extra, aber das A und O bei einer hyperventilierenden Person ist einfach, diese Person zu beruhigen. Ja. Einen sicheren Pol zu bilden, zu sagen, es ist gut, wir sind da, wir kümmern uns. Ja? Eben weil das hauptsächlich doch von einem großen Angstmoment ausgeht. Dann, was man gut versuchen kann, ist, dass man sagt, wir machen so eine Art gemeinsames Atmen, kannst auch Kommandoatmung versuchen, ich finde gemeinsames Atmen irgendwie besser, wo man einfach versucht, laut anzusagen, einatmen und ausatmen. Ja? Wir atmen jetzt zusammen ein, und aus. Was durchaus auch helfen kann, um eben dieses schnelle Atmen zu unterbrechen, ist, die Leute dazu zu bringen, einzuatmen und die Luft einen Moment anzuhalten, einfach um dieses Staccato der Atmung zu unterbrechen, sagen, einatmen, Moment anhalten, ausatmen, um eben einfach aus dieser Atemfrequenz rauszukommen, genau. in die sich die Leute dazu hereinsteigern. Funktioniert in der Regel ja auch nicht auf Anhieb. Ne? Also das ist nicht, dass ich jetzt hinkomme und sage, guten Tag, ich freue mich, dass ich freue, atmen immer langsamer. Von Schwupps, da hat sich das Problem nicht. Das ist perspektivisch richtig. Also sobald dieser Mensch es schafft, langsamer geordnet wieder zu atmen, ist das Problem dann auch effektiv relativ zügig behoben. Aber das dauert. Die werden rückfällig in Anführungszeichen. Das heißt, man kommt dann auch schnell wieder doch, wenn man nicht aufpasst im Moment. Oder an eben, was einmal einen stört, sich erinnert, kommt man schnell wieder in diesen
Hyperventilationsmodus zurück. Ja. Und da müssen wir ein bisschen Zeit nehmen, hinsetzen, Ruhe vermitteln, Ausdauer. Also ich glaube, von allen Notfallbildern, die wir tatsächlich haben bei uns im Bereich, ist das eins der betreuungsintensivsten. Ja. Also gerade wenn die Leute so richtig sich in diese Hyperventilation reingesteigert haben, muss man sehr, sehr lange wirklich sehr, sehr nah am Patienten sein, um diese Beruhigung überhaupt zu schaffen. Und selbst wenn man es dann geschafft hat, das Ganze zu durchbrechen, die Symptome, wie zum Beispiel so eine Pfötchenstellung oder ähnliches, die halten auch sehr, sehr lange an. Also es kann teilweise halbe Stunde oder länger dauern, bis sich das alles wieder vollständig zurückgebildet hat, bis der Körper diesen Shift, also diese Verschiebung im Säure-Basen-Haushalt wieder ausgeglichen hat. Wenn das nicht hilft von alleine, können wir versuchen, eine Rückatmung zu schaffen. Ja. Du hast es ja schon angesprochen, wenn diese Pfötchenstellung sich einen anfängt aufzubilden, dann kommt es zu einer Verschiebung in Säure-Base-Haushalt. Details sind da, glaube ich, nicht so fürchterlich einfach. Das liegt daran, aber das ist der spannende Teil, dass wir zu wenig CO2 im Blut haben. Wir können tatsächlich zu wenig davon haben. Ja. Und was wir machen, ist, indem wir die Leute dann in eine Tüte atmen lassen. Wir können so Kotzbeutel von uns nehmen, diesen Zigzags. Man kann auch eine Einkaufstüte nehmen. Es gibt Hyperventilationsmasken, die man extra kaufen und einsetzen kann. Entscheidend ist, dass die quasi ausgeatmete Luft wieder einatmen. Weil da ist CO2 drin. Das heißt, wir erhöhen damit die CO2-Konzentration im Blut wieder und schaffen die auf ein normales Level. Und können damit weiterhelfen. Das ist manchmal, finde ich, durchaus schwieriger noch den Leuten beizubringen, weil die ja das Gefühl haben, wenn ich eine Plastiktüte atme, kriege ich ja erst recht keine Luft. Ja, das ist ja ein bisschen kontraintuitiv. Wenn man die Leute aber gut führt, gut abholt, dann funktioniert das in der Regel eigentlich sehr gut. Ja, ich meine, kann man sich ja vorstellen, bei allem, was ist, das subjektive Gefühl der Patienten ist ja trotzdem, keine Luft zu kriegen und in der Situation, ich kriege keine Luft, irgendetwas vors Gesicht gedrückt zu bekommen, ist halt auf der psychischen Ebene sehr, sehr beklemmend. Deswegen, wie gesagt, meiner Meinung nach einer der betreuungsintensivsten und forderndsten Einsätze, die man haben kann, eine Hyperventilation zu beruhigen. Was wir hier nicht tun, und das ist quasi auch der einzige Atemnotfall, bei dem wir das definitiv nicht tun, ist Sauerstoffgabe. Wir haben schon gesagt, Sauerstoff ist ja eigentlich gar nicht das Problem. Ja? Deswegen helfen wir uns damit auch nicht fürchterlich weiter. Darauf können wir verzichten. Was nicht drin steht, was aber trotzdem gilt, ist, wenn wir auf Dauer damit nicht zurechtkommen, und das kann eben sein. Ja? Also, wenn wir nach 10, 15 Minuten merken, dass ich merke noch nicht mal eine Besserung, also gar nicht, dass alles in Ordnung ist, aber ich merke, dass wir keinen Schritt vorankommen, dann ist es vollkommen legitim, auch hier den Rettungsdienst zu rufen, das ist eben möglich, der dann in der Regel mit Medikamenten diese Person beruhigen kann und dann so diese Hyperventilation, das ist so eine Art Teufelskreis eigentlich, ja, mit Medikamenten, mit Beruhigungsmedikamenten durchbrechen kann. So. Meistens kommen wir ohne aus, manchmal nicht. Ja, genau. Haben wir sonst noch irgendwelche Notfälle? Nein, das heißt, wir sind durch? Ja. Verrückt. Nein, bitte, nach dir. Nein, nach dir. Oh. Gut, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr hoffentlich bis zum Ende des Videos durchgehalten habt. Wie immer stehen wir für Rückfragen gerne zur Verfügung. Vielleicht machen wir irgendwann dann auch so eine Frage-Antwort-Episode mit allen bisher eingereichten Fragen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.